sich in Wien über gelebte Integration ein Bild machen will, sollte den Brunnenmarkt besuchen. In diesem Schmelztiegel der Kulturen treten viele Errungenschaften und Versäumnisse der österreichischen Integrationspolitik zutage. Wenn ich Integration höre, dann ist es für mich, es kommen ganz unterschiedliche Bilder in mir auf und ganz unterschiedliche Verbindungen, Emotionen auch. Das hat einfach damit zu tun, dass Integration ein Thema ist, das schon so stark emotional besetzt ist in Österreich. Wenn man von Integration spricht, man schaut sich die Medien an, denkt man gleich mal an eine Frau mit Kopftuch. Oder man denkt an Menschen, die vielleicht etwas schlechter Deutsch sprechen. Und im Generellen an Menschen mit Migrationshintergrund. Also bei mir kommt dann immer so dieses Bild, es ist die Aufforderung da, Teil von dieser Gesellschaft zu werden. Sind Sie denn nicht schon längst Teil dieser Gesellschaft? Als Integrationsbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Wien hat Amani Abu Zahra einen geschärften Blick auf die diesbezügliche Debatte in Österreich. Und in ihrer Funktion als Lehrerin für islamische Religion kennt sie die Hürden. Bildung sei einer der Eckpfeiler für Akzeptanz in Österreich, sagt sie. Andererseits hat sie das Gefühl, dass oft muslimische Frauen, ob gebildet oder nicht, in einen Topf geworfen werden. Eine muslimische Frau kann sich von einer weiteren muslimischen Frau in so vielen unterschiedlichen Dingen unterscheiden. Und es würde uns gut tun, diese Differenzierungen auch zuzulassen, diese Vielfältigkeit. Und wenn wir von der österreichischen Gesellschaft sprechen, so wissen wir Bescheid, dass die österreichischen Frauen vielfältige Frauen sind. Und es gilt auch mit zu bedenken, dass auch muslimische Frauen österreichische Frauen sind. Dass auch hier eine immense Diversität da ist. Hartnäckig hält sich der Vorwurf, muslimische Frauen seien generell integrationsunwillig. Für Amani Abu Zahra ist dies ein völlig haltloses Vorurteil. Dennoch heißt es oft, muslimische Frauen würden nicht an der Gesellschaft teilnehmen. Wie ist das erklärbar? Was bedeutet integrationsunwillig bitte? Die letzten Studien zeigen auch das Gegenteil, dass es durchaus viele Jugendliche, jetzt nicht nur muslimische, auch Jugendliche, die mit einer migrantischen Geschichte haben, also dass es hier viel mehr dieses Bekenntnis einer Vielfachidentität gibt. Muslim und Österreicher zu sein, was sich so einfach anhört, scheitert oft an der Realität. Vor allem, weil das Bild der muslimischen Frau noch immer verzerrt ist. Wenn es Missverständnisse gibt in Bezug auf Islam, ist es vor allem die Frau. Also wenn man darüber spricht, was für ein Bild hast du beim Islam, was gibt es da für Probleme, ganz ad hoc würde vielen einfallen, Gewalt, Frau im Islam, sie ist unterdrückt, ist nicht berechtigt, etwas eigenständig zu machen oder muss den Mann vorher fragen. Diese Aussagen machen ein gegenseitiges Verständnis nicht einfacher. Stimmen die gängigen Klischees über muslimische Männer? Bemühen sich Muslime in Österreich tatsächlich, alten Vorurteilen entgegenzutreten? Wenn man sich nicht kennt, dann wird es schwierig, an einer gemeinsamen Zukunft zu denken. Oder auch sozusagen zu sehen, Österreich ist ein gemeinsames Land für uns alle. Dann hat man immer so das Gefühl, ja, die anderen müssen sich noch ein bisschen ändern. Also bei den anderen muss ich noch was tun. Muslimen sein heißt verantwortlich sein. Und insofern ist es, wenn man sich das aus der religiösen Perspektive anschaut, wie kann man beitragen zu dieser Gesellschaft, auch eine Verantwortung, eine Verpflichtung, dass man sich hier engagiert, dass man sich für das Wohl der Bevölkerung einsetzt. Zum Wohl der muslimischen Bevölkerung trägt die staatliche Anerkennung des Islams in Österreich bei. Dennoch ist die Kritik von Amani Abu Zahra berechtigt. Viele Muslime fühlen sich nicht mit einbezogen in politische und gesellschaftliche Prozesse. Ich glaube, zum einen gilt es definitiv, das Selbstbild Österreichs zu verändern, zu überdenken und auch aufzumachen. Aufzumachen, indem man auch die Vielfalt wahrnimmt und die Vielfalt sieht, wie multikulturell und multireligiös nicht schon längst ist, wie sich die Landkarte Europas auch verändert hat in Bezug auf Religion und Kultur. Und das ist das eine. Und zum anderen auch, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass muslimische Frauen, dass Muslime in der Gesellschaft präsent sind, aktiv sind und dass das nicht in Frage gestellt wird.